Trotzdem die Frage an Sie, Herr Labrou, wie würden Sie es machen? Wir haben jetzt diese Situation. Er kämpft auf seinem Posten, Frau Teuteberg kämpft auf ihrem Posten. Robin Alexander schreibt erfolgreiche Bücher darüber, Die Getriebenen. Der Bestseller zur Flüchtlingskrise 2015, 2016. Und das Land streitet seit Jahren über die Frage des richtigen Umgangs. Mhm. Wir wollen einerseits gute Menschen sein, die Leute nicht im Stich lassen. Und auf der anderen Seite wissen wir, es gibt Kapazitätsgrenzen. Mhm. Wie würden Sie es machen? Im Grunde genommen macht es uns Australien seit 2014 vor. Die hatten ein ähnliches Problem. Das ist eine große Insel, ne, Australien. Frühzeitig reagiert. You will not make Australia home. Sie haben das durchgezogen. Und es sind dann ein Jahr später bereits kaum noch Migranten gekommen. Aber und ich fürchte, wir werden am Ende des Tages auf dieses australische Modell gehen müssen. Okay, aber Australien ist ein Kontinent, okay, aber man könnte auch sagen, es ist eine sehr weit abgelegene Insel, da kommt man gar nicht so leicht hin. Ja. Da ist Kontrolle relativ einfach. Und was die Australier gemacht haben, war brutal, das wissen Sie auch. Klassische Einwanderungsländer wie Australien, USA und Kanada sind knallhart beim Thema Migration, denn die haben viele hunderte von Jahren Erfahrung. Knallhart war in Australien wirklich Pushbacks, Schiffe irgendwo raus, auf irgendwelche Inseln, seht zu, wie ihr klarkommt. Das war das Thema. Ja. Würden Sie auch so machen? In letzter Konsequenz wird uns nichts anderes übrig bleiben. Das heißt, was würden Sie machen konkret? Wie würden Sie es machen? Würden Sie sagen, okay, dann sehen wir zu, wie Leute in Boote steigen. Wir sehen auch zu, wie Leute auf dem Mittelmeer trinken. Und dann bauen wir einfach so hohe Zäune oder schieben sie zurück ins Wasser, bis es aufhört. Würden Sie es so machen? Also, wir möchten von der AfD niemanden ertrinken lassen. Wir sehen auch die Not der Menschen oder die Hoffnung auf ein besseres Leben, das sie nach Europa treibt. Aber es ist auch eines klar. Wir vertreten als Politiker die Interessen der Bürger dieses Landes, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, und nicht die Interessen der Menschen, die nach Deutschland kommen wollen. Das verstehe ich. Ich will nur verstehen, wie Sie es machen. Ich habe die Frage Frau Teuteberg auch nicht erspart. Ich kann sie Ihnen auch nicht ersparen. Ich will nur wissen, wie machen Sie das? Ich halte es hier. Das Versprechen ist immer, wir kriegen das in den Griff. Und ihr, die Altparteien oder die Elite oder was auch immer dann so das Wording ist, ihr kriegt das alles nicht in den Griff. Wie schaffen Sie es? Es gibt keine einfachen Lösungen. Denn dieses Problem hat man sich 8 Jahre entwickeln lassen. Das ist jetzt der Baustein, die Floskel. Wie machen Sie? Ich führe es ja gerade aus. Mhm. Und in letzter Konsequenz brauchen wir in der Tat europäische Lösungen. Aber diese Umverteilungsdiskussion, die höre ich jetzt seit Jahren. Es gibt eine ganze Menge von Ländern in Europa, die wollen keine Umverteilung, die werden da auch nie mitmachen. Mhm. Sondern wir brauchen eine europäische Lösung in dem Sinne, dass wir dafür sorgen, dass die Leute gar nicht mehr kommen. Und wir haben eben über Australien gesprochen. Wir haben auch das Mittelmeer. Und wir haben hier eben über Pushbacks gesprochen. Wie hat man das denn früher gemacht? Früher gab es an der afrikanischen Küste Staaten, die dafür gesorgt haben, dass die Leute überhaupt nicht in Boote steigen können. Und deswegen hatten wir früher dieses Problem auch nicht. Naja, früher hatten wir andere technische Möglichkeiten oder Nichtmöglichkeiten. Früher gab es eine andere Form von Kommunikation. Früher gab es weniger Bevölkerungswachstum. Früher gab es diese Art von Schleuserwesen nicht. Noch mal ganz konkret. Ja. Sie sagen, es braucht diese europäische Lösung, Herr Labrou. Wir können Sie sind doch die AfD. Sie wollen doch die EU abschaffen. Nein, wir wollen die EU reformieren und auf einen Kern zurückführen. Herr Höcke wollen Sie sterben lassen, das habe ich zuletzt vernommen. Herr Höcke hat gesagt, wenn Sie es jetzt populistisch zuspitzen wollen, dann muss diese EU sterben, damit Europa leben kann. Er hat also A zugespitzt und B auch klar gesagt, dass er ein positives Ziel hat, nämlich ein Europa, was funktioniert, ein Europa der Vaterländer. Der Vaterländer. In Ihrem Bundestagswahlprogramm stand, dass Sie die EU abschaffen wollen und in den Europawahlprogramm, was jetzt aktuell ist, haben Sie den Satz rausgenommen, weil Sie einmal alle darauf angesprochen haben. Und da steht aber noch der Neuaufbau. Aber bevor man was neu aufbaut, muss es ja kaputt sein. Also Sie sind in den letzten Bundestagswahlkampf gezogen mit die Abschaffung der EU. Und wenn die Journalisten Sie gefragt haben, haben Sie immer gesagt, haben wir nicht so gemeint. Mhm. Ist aber im Wahlprogramm der Satz. Und da müssen Sie auch zu stehen. Es gab eine Debatte auf dem EU-Parteitag der AfD in Magdeburg. Und die ist von den Kräften entschieden worden, die gesagt haben, wir streben eine Reformierung der EU an. Wir sehen ich habe den auch Satz in dem Chancen. Buch drin, ich kann Ihnen den vorlesen. Lesen Sie, ich lasse mich gerne von Herrn Lanz unterbrechen. Aber ich würde hier gerne ausreden.
wenn ich ein Sie, paar Sie dürfen das, Herr Lambrou. Reden Sie aus und währenddessen sucht Robin Alexander. Ja, ich habe den Satz. Bundestagswahlprogramm für Bundestagswahl 2021. Wir halten einen Austritt Deutschlands aus der EU und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft für notwendig. Also Sie wollen austreten, Bundestagswahlprogramm. Wenn Sie mich ausreden lassen, kann ich Ihnen erklären, was die aktuelle Position der AfD ist. Wir wollen seit wann aktuell? Also das gilt nicht mehr hier. Wir haben ein EU-Wahlprogramm und die EU-Wahl steht im Juni nächsten Jahres an. Und wir wollen einen weiteren Versuch machen, die EU zu reformieren. Wir sehen, dass hier ein Bürokratiemonster entsteht. Wir sehen, dass die EU beim Schutz der Außengrenzen dramatisch versagt, dass es einen Reformbedarf gibt, wird keiner bestreiten können. Die Ultima Ratio, wenn das nicht gelingen sollte, ja, da gebe ich Ihnen recht, ist dann der Ausstieg von Deutschland aus der EU. Aber bevorzugt wollen wir diese Reformierung schaffen, Europa auf den Kerngedanken zurückführen. Weil wir gerade so viel jetzt über Björn Höcke sprechen und diesen Satz und dieses EU-Europawahlprogramm. Wir hören einfach mal kurz rein. Ich glaube, wir haben das vorliegen. Vielleicht können die Kollegen das einmal kurz zuspielen. Danach klopfen wir das einfach mal ab. Ja, ich bin kein Freund der Europäischen Union. Das ist eine Globalisierungsinstanz und Agentur, die vor allen Dingen den deutschen Nettozahlern das Geld aus der Tasche zieht, ohne dass wir einen großen Nutzen davon haben, die vielfältige europäische Kultur gleichschaltet. Und wenn Sie von mir mal eine populistische Aussage hören wollen, dann kann ich Ihnen das in eine Aussage zusammenpacken. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Da bin ich überzeugt, ja. Das kann man nicht missverstehen, ne? Ich habe es ja eben erklärt und ich habe auch ganz klar gesagt, dass sich andere Strömungen durchgesetzt haben. Und ich halte es hier mit Alice Weidel und Tino Chrupalla. Und die stehen für diesen Kurs, dass wir reformieren wollen. Und ich glaube auch, dass wir im Juni 2024, dass wir ein anderes EU-Parlament kriegen und dass da durchaus Mehrheiten sind für diesen Reformierungsprozess. Wie geht es Ihnen? Sie kommen ja auch aus dem Controlling, ne? Sie haben ja BWL studiert. Ich bin Diplomkaufmann, genau. Und habe im Marketing, im Vertrieb und im Controlling gearbeitet. So, genau. Ist auch überhaupt eine interessante Vita, ne? Sie waren auch mal in der SPD. Ich war anderthalb Jahre in der SPD während des Studiums. Wann war das? In Münster Anfang der 90er Jahre. Okay, und sind warum in die SPD rein? Es gab damals diese öffentliche Debatte über Politikverdrossenheit. Und ich habe mir gedacht, da kannst du was gegen tun, indem du auch in einer Partei mitmachst. Okay, Sie wollten mitarbeiten, ja. Konstruktiv an Lösungen, Leute davon überzeugen, dass Politik eine gute Sache ist. Und dann sind Sie wieder raus und Jahre später in die AfD rein. Ja, ich bin nach anderthalb Jahren raus, weil zumindest in Münster die SPD sich damals weitgehend mit sich selber beschäftigt hat. Und das ist für mich nicht Politik. Ich habe die SPD bis 2012 weiter gewählt. Okay. Dann wusste ich allerdings nicht mehr, wen ich wählen soll. Als Diplomkaufmann habe ich diese Politik der Euro-Rettung sehr kritisch gesehen. Schon seit 2008. Und in der Situation kam dann Ende 2012 das Gerücht auf, da gibt es eine neue Partei. Die sieht das auch alles sehr kritisch. Und dann bin ich als einer der Ersten auch Mitglied geworden. Und sind dann in die AfD rein, als sie noch sozusagen die eurokritische Partei war. Und deswegen, ich erwähne das deswegen, weil mich mal interessieren würde, er sagt ja, ich muss jetzt mal was populistisch zuspitzen. Ja. Er hat aber vorher schon zweimal populistisch hart zugespitzt, indem er sagt, da wird alles gleichgeschaltet. Kein schöner Begriff in dem Zusammenhang übrigens, in Europa, so eine Gleichschaltungsagentur. Und er sagt, wir sind da große, große Zahler in diese EU als Deutschland und haben kaum was davon. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas hören? Naja, wir sind der größte Nettozahler. Wir sind auch das größte Land in Europa. Ja, dennoch bleibt die Aussage von Herrn Höcke an dem Punkt auch wahr. Mir geht's um den zweiten Teil, obwohl wir kaum was davon haben. Wir haben etwas davon, aber das Gefühl bei vielen Menschen ist... Das Gefühl? Ja, das Gefühl. Und es geht Ihnen ums Gefühl? Nein, es geht mir nicht nur ums Gefühl. Sind Sie eine Gefühlspartei, oder? Nein. Aber man muss halt auch den Willen der Mehrheit der Bevölkerung zur Kenntnis nehmen. Und knapp eine... Entschuldigung, ja. Sie sind Betriebswirt und verstehen auch was von Volkswirtschaft, nehme ich an. Also dieses Land hat doch wie kein anderes von dieser Europäischen Union profitiert. Wir wollen den gemeinsamen Binnenmarkt ja auch erhalten. Aber wissen Sie... Also ja oder nein, stimmt das oder stimmt das nicht? Wie war die Frage? Dass wir profitiert haben davon, wie kaum ein anderes Land in Europa. Ja, die Frage ist nur, ob wir in ausreichendem Maße davon profitiert haben. Haben wir profitiert oder nicht? Wir haben profitiert, aber nicht im ausreichenden Maße. Und ich möchte jetzt einen Gedanken gerade ausführen. Warum ist denn Großbritannien aus der EU raus? Weil die wirtschaftlichen Überlegungen Fragen die sich heute auch. Eine ganz andere Frage überlagert hat.
nämlich die Masseneinwanderung. Und ich glaube, dass es hier eine Mehrheit gab, weil die Bevölkerung gesagt haben, das möchten wir so innerhalb der EU nicht weitermachen. Und Großbritannien sucht ja jetzt nach Lösungen als einzelnes Land und denkt auch über Länder in Afrika nach, wo man dann entsprechend die Leute gekommen sind, hinausfliegt. Genauso wie Australien. Also A, wird in England keiner ausgeflogen, ist noch überhaupt kein einziger Mensch ausgeflogen worden. Zweitens gibt es gerade in England sehr viel auch gewollte Einwanderung, weil sie ein riesiges Fachkräfteproblem haben. Und dritter Punkt, die Leute sind belogen worden. Die merken es doch jetzt, die Engländer, was passiert ist mit dem Austritt aus der EU. Es war für dieses Land nicht gut. Also das Bruttoinlandsprodukt, die Veränderung, die relative zum Vorjahr, ist in Großbritannien wesentlich besser als in Deutschland. Robin Alexander hat gerade den Kopf geschüttelt. Für mich ist das total schwierig. Ich bin ja Journalist und die AfD schimpft immer, nehmt uns ernst. Ne? So. Und ist ja auch okay, sie sind ja eine gewählte Partei. Nur, wenn ich ihnen ihr Programm vorlese, dann sagen sie, das gilt nicht. Und wenn der Lanz ihnen den Höcke vorspielt, dann sagen sie, das gilt auch nicht. Und das macht es echt schwierig. Das habe ich gar nicht so gesagt. Ich habe klar darauf verwiesen, dass wir ein aktuelles Programm haben. Und das ist das EU-Wahlprogramm, nicht das Bundestagswahlprogramm. Und zu Björn Höcke habe ich klar gesagt, wie ich das verstehe. Und dass ich es hier mit Alice Weidel und Tino Chrupalla halte. Und dass sich dieser Bereich auch durchgesetzt hat. Aber Herr Lambrou, das Bundestagswahlprogramm gilt doch für die Legislaturperiode. Und da sind wir doch gerade. Das ist Ihr Programm, das gilt. Und da steht drin, Austritt aus der EU. So, und dann können Sie doch nicht verlangen, dass ich als Journalist sage, Sie haben so schöne Augen, das war wohl ein Versehen mit dem Programm. Sie haben auch eine Forderung mal gehabt, keine Atomwaffen mehr in Deutschland. Übrigens eine klassisch linke Forderung. Wo man sich fragt, ist das Ihr Programm? Was ist mit der NATO? Und. Und so könnte man das durchgehen von A bis Z. Und das macht es schwierig, weil Sie sind sauer. Die Journalisten nehmen uns nicht ernst, aber wenn wir in die Details gehen, ja, dann alles nicht so gemeint und anders und fragen Sie Frau Weidel. Und das muss ich jetzt auch mal Ihnen spiegeln, das macht es schwierig, Sie journalistisch zu bearbeiten wie alle anderen. Naja, als Journalist sollten Sie dann aber auch nicht ignorieren, dass wir jetzt ein EU-Wahlprogramm haben. Aber das habe ich doch. Das Bundestagswahlprogramm gilt für die Legislaturperiode, oder? Das von Frau Teuteberg, das von ihm, von allen. Das EU-Wahlprogramm gilt für die EU-Wahl. Ja, aber die ist ja noch gar nicht. Über welches Thema reden wir jetzt eigentlich? Ja, aber schauen Sie, wir reden gerade über Europa. Das ist keine kleine Frage. Also ob Deutschland in der EU ist oder nicht, ist nun wirklich für... Also wenn wir da wackeln würden, hätten wir wirtschaftliche Probleme, die ganz anders wären. Sie dürfen sofort nur einmal das Argument sozusagen noch mal klar zuspitzen. Also wir kommen, Sie sagen, wir reden über Migration. Das Thema, von dem Sie profitieren, will ich in dem Zusammenhang gar nicht sagen. Es ist ein drängendes Thema, es ist ein großes Thema. Und wir brauchen seriöse Antworten auf dieses große Thema. Andreas Lichert hat von der Erfindung der Klimakipppunkte gesprochen. Ist richtig, ne? Sehen Sie auch so? Die Klimakipppunkte sind heiß diskutiert, ob das wirklich zutrifft oder ob das eine Überspitzung ist. Genau, mir geht's um was anderes. Ich führe noch mal ganz kurz aus und sage dann, trotzdem sollen, ich zitiere, Billionen risikoarmes Steuergeld ausgegeben werden wegen dieser Klimakipppunkte. Ja. Und sage dann, das erklärt sehr viel besser die plötzlich aufkeimende Begeisterung der internationalen Hochfinanz und Großindustrie als tatsächliche Liebe zum Klimaschutz. Das Wort Hochfinanz. Würden Sie das benutzen, dieses Wort? Ich kannte die Vergangenheit dieses Begriffes nicht. Das war im Rahmen einer Debatte zum Stand der Energiewende in Hessen. Große Anfrage der SPD. Jeder hatte 10 Minuten Redezeit. Und Andreas Lichert hat in dieser 10-minütigen Rede einmal Hochfinanz gesagt. Daraufhin gab es dann Empörung bei den Grünen. Ich habe das während der Debatte gegoogelt und wenn Sie auf Wikipedia gehen, steht dort ganz klar, dieser Begriff hat eine problematische Vergangenheit, aber spätestens seit Beginn der Finanzkrise 2008 wird er ganz allgemein verwendet. Das dann Andreas Lichert ans Revers zu heften, ist wieder nicht fair, sondern es ist Framing. Dieses Wort finden Sie im Spiegel, das finden Sie im Handelsblatt. Es wird, Spiegel als Hochfinanz? Es wird seit 2008 allgemein verwendet. Es hat eine problematische Vergangenheit. Andreas Lichert hat es genau zweimal benutzt, ein einziges Mal in dieser Rede und einen Tag später.
um auch noch mal ein Zeichen zu setzen, dass er sich nicht den Mund verbieten lässt mit Begriffen, die eben Stand heute in Ordnung sind. Mhm. Und danach hat er es aber auch nicht mehr benutzt. Aber ist das, ich meine, Hochfinanz, ne, ist das Codewort sozusagen für die große jüdische Weltverschwörung. Und das, ich bin mir sicher, dass er sich dessen bewusst war, deswegen hat er es ja auch genauso benutzt, genauso ist es auch eingesetzt. Ich muss widersprechen. Ich denke, dass er es sich nicht bewusst war. Und ich kannte zum Beispiel die Bedeutung dieses Wortes auch nicht. Herr Lambrou, also wenn ich das mal, also ich höre mir das jetzt seit ein paar Minuten an, aber das ist genau das, wie Sie verfahren. Sie haben hochproblematische Personen in ihren Reihen, in Ihrer Partei. Sie haben es selber gesagt. Die kokettieren mit historischen Vergleichen, die nicht in Ordnung sind. Weit weg von dem, was hier demokratischer Konsens in diesem Staat war. Und immer noch ist, Gott sei Dank. Aber Sie sind so unterwegs, dass Sie sind durchgesegelt, genau mit diesem gemäßigten Ton, mit dieser Fassade durch den Hessenwahlkampf. Das ist keine Fassade. Und Sie haben in Ihren Reihen genau die Leute, das die ist Sie, der Kern. Die, nee, Sie haben genau die Leute, die aber die Codewords benutzen. Aber Aona, genau das lassen Sie uns fair sein. Ich will Ihnen nicht unterstellen, dass es Fassade ist. Ich würde aber gerne erwidern. Ja, ich will nur sagen, ich halte das nicht für, was Sie angeht, nicht für Fassade. Ich nehme Ihnen das ab. Aber zu bestreiten, also, dass es dieses Spiel ist, dieses Zündeln mit genau diesen problematischen Wörtern, was der Mann, der demnächst für Sie nach Europa gehen soll, genauso spielt. Ich finde, wir sollten uns ein bisschen ehrlicher machen. Sie sind doch die Partei der Anständigen. Wir sollten uns doch nicht hier gegenseitig irgendeinen vom Pferd erzählen, sondern ehrlich sein miteinander. Das ist doch Quatsch. Es ist doch Quatsch, zu sagen, das ist nicht so gemeint, das war dem nicht klar. Der Kra ist ein aufrechter Demokrat, der will auch Europa nicht abschaffen. Dieses ganze Geschwurbel über Männer sind rechts und unsere Vorfahren haben sich nicht schuldig gemacht und so weiter, das spielt doch die ganze Zeit mit genau diesem Thema. Warum machen Sie damit? Ich würde kurz hier noch erwidern, weil ich sehe es genau andersrum. Wir werden ständig geframed. Das ist kein Framing. Wenn Sie so sprechen, ist das eine eindeutige Anspielung. Das sind eindeutige Worte, die dort genutzt werden. Wir sind bei dem Beispiel mit dem Begriff Hochfinanz. Da kann jeder Zuschauer jetzt googeln und auf Wikipedia lesen, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe, dass spätestens seit 2008 das allgemein verwendet wird. Das nehmen Sie nicht zur Kenntnis und framen Andreas Lichert. Und dieses Spiel, ich bin ja seit Anfang an dabei, geht seit 2013 mit der AfD. Wissen Sie, ich kenne nichts Radikaleres in diesem Land als die Politik der Bundesregierung unter Angela Merkel und Olaf Scholz in Bezug auf die Masseneinwanderung. Und das ist der Grund, warum viele Leute sagen, wir machen dieses Framing nicht mehr mit, wir durchschauen das, wir wählen die AfD, weil wir wollen nicht, dass dieses Politikversagen der anderen Parteien so weitergeht. Wissen Sie, die Masseneinwanderung hat kein Problem geschaffen, aber sie verschärft dramatisch eine ganze Menge gesellschaftspolitischer Probleme. Und wir haben hier anfangs darüber geredet, dass wir diese Sendung in 3 Jahren noch mal ausstrahlen können. Nein, das können wir nicht. Denn wir sind in einer massiven Überforderung. Sie haben gerade ganz klar gesagt, wie sehr Sie an der Belastungsgrenze sind mit den Kapazitäten. In 3 Jahren. Das werden Sie aber nicht lösen. In 3 Jahren. Keine Antwort darauf geliefert, sind wir nicht in derselben Situation Sie wie dieser. Keine Antwort darauf geliefert, sondern wie Sie das lösen wollen. Ich habe ganz klar gesagt, wir werden auf das australische Modell gehen müssen. Auf die Europäische Union, warten die Sie abschaffen wollen. Warten Sie, ich hatte eben noch was sagen wollen, das kann ich jetzt hier gut einfügen. Ich wollte Folgendes sagen. Es fehlt seit 2015 der politische Wille, dieses Problem lösen zu wollen. Stattdessen prügelt man die AfD, die seit 2015 immer wieder auf Dinge hingewiesen hat. Jetzt werden Ideen der AfD umgesetzt, für die man uns jahrelang geprügelt hat. Letzter Satz. Ich halte es mit dem Altbundespräsidenten Joachim Gauck. Der hat ganz klar auch davon gesprochen, wir brauchen eine neue Entschlossenheit und wir werden Gesetze ändern müssen. Wenn wir das lösen wollen, dann werden wir in letzter Konsequenz auf das australische Modell gehen müssen. Und die politische Bereitschaft dazu besteht nicht. In der Bevölkerung allerdings wächst sie, weil die Bevölkerung erlebt, wie diese Auswirkungen der Masseneinwanderung in ihren Alltag eindringen. Sie erleben das Framing der AfD und sie schauen dann irgendwann aber mal genauer hin und sehen, dass das so gar nicht zutrifft. Und dann wählen sie uns. Zum Beispiel auch die Leute, die sehr jung sind. Das hat mich nicht überrascht. Wir erleben das in vielen Schulklassen. Da wird eine Stunde lang auf den AfDler draufgehauen. Und das machen viele junge Leute nicht mit und kommen dann danach oft zu dem AfDler und reden mit denen noch 10, 20, 30 Minuten, weil sie das auffühlt, wie mit unseren Leuten umgegangen wird. Also,
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat, glaube ich, 22 noch mal im Mai festgehalten, Hochfinanz ist ein hochproblematischer Begriff und ist einer, der in einem ganz bestimmten Kontext steht, ein klar antisemitischer Code. Ich will das nur noch mal fürs Protokoll sagen. Zuwanderung, weil Sie immer wieder darauf abheben, und Sie weisen ja auch zu Recht darauf hin, dass wir da ein Thema haben. Wie würden Sie es machen? Ich habe mir mal Ihr Programm angeschaut. Illegale Einwanderung stoppen Sie und schieben Ausreisepflichtige sofort ab. Wie machen Sie das? Wenn da Leute vor Ihnen stehen, die sagen, meine Identität ist unklar, Sie wissen gar nicht, wohin Sie den eigentlich abschieben sollen. Welches Land überzeugen Sie davon, den aufzunehmen? Ich wäre froh, wenn wir die 300.000 Menschen, die im Moment ausreisepflichtig sind, abschieben könnten. Dazu brauchen wir entsprechend die Einstufung als sichere Herkunftsländer. Wir brauchen die Vereinbarung mit den Ländern, dass sie diese Menschen zurücknehmen. Wir brauchen mehr Abschiebegefängnisse, wir brauchen mehr Personal. Aber also vor allen Dingen brauchen wir den politischen Willen und den sehe ich nicht. Sie haben jetzt den politischen Willen, wie machen Sie es? Sie stecken die Leute ins Gefängnis, oder was machen Sie? Nein, wir sind ein Rechtsstaat und die AfD ist eine Rechtsstaatspartei. Es gibt hier keine... Wie machen Sie das? Wohin schieben Sie jemanden ab, dessen Identität Sie zum Beispiel nicht zweifelsfrei klären können? Wie machen Sie das? Ja, das ist ein Riesenproblem und es gibt keine einfachen Lösungen. Aber in den letzten 8 Jahren gab es nicht mal den politischen Willen, das anzugehen, sondern ich höre dann immer, wie eben auch, wir müssen das auf europäischer Lösung umverteilen, obwohl die Politiker, die das sagen, ganz genau wissen, dass das nicht klappen wird. Das Beste ist, wenn die Menschen gar nicht erst herkommen. Aber Sie haben gerade gesagt vorhin, wir brauchen eine europäische Lösung. In letzter Konsequenz werden wir das Problem erst dann lösen. Seien Sie mir nicht böse, aber das ist genau sozusagen der Satz, den ich jedem um die Ohren hauen würde, wenn er ihn einfach hier so ausspricht, weil wir alle wissen, das ist schwierig mit der europäischen Lösung. Wenn Sie sagen, da fehlt der politische Wille, dann müsste Ihnen doch was anderes, was Besseres, was Schlaueres einfallen als die europäische Lösung. Wir können als Deutschland eine ganze Menge Dinge machen. Ein paar Sachen habe ich gesagt. Aber wissen Sie, da muss auch der politische Wille dafür da sein, dass an den vielen kleinen Stellschrauben gedreht werden kann. In letzter Konsequenz haben wir mit die höchsten Sozialleistungen. Und deswegen sind wir auch ein Magnet für viele Menschen, die ein besseres Leben haben wollen. Das heißt, wir müssen konsequent die Pull-Faktoren, die es gibt, abschaffen oder zurückfahren. Wissen Sie, in Hessen habe ich immer darauf hingewiesen, dass die CDU in den Monaten vor dem Wahlkampf plötzlich das Thema entdeckt hat, wir müssen die Masseneinwanderung begrenzen. Und ich habe immer darauf hingewiesen, eine starke AfD übt Druck aus. Und deswegen ist eine Stimme für die AfD eine Stimme, die wirkt. Und dass sich jetzt auf Bundesebene etwas bewegt, das ist zwei Faktoren geschuldet. Zum einen, dass wir in der massiven Überforderung sind, dass es jetzt wirklich beim besten Willen nicht so weitergeht. Und zum zweiten, AfD wirkt. Die starken Wahlergebnisse haben Druck gemacht, dass sich auf Bundesebene jetzt etwas bewegt. Ja, Sie müssen sich aber irgendwann an diesen Versprechen, die Sie dann damit auch abgeben, messen lassen. Ich würde nochmal gerne verstehen. Letzter Punkt, Sie dürfen sofort. Fachkräfte aus Drittländern würden Sie nur im äußersten Fall anwerben. Besser Menschen aus Deutschland, kulturell nahestehende Nachbarländern. Ja. Wer ist das? Das sind Menschen, die ähnliche Werte vertreten. Woher kommen die? Welche Länder meinen Sie? Das sind in erster Linie Menschen aus Europa. Aber also welche Länder? Holländer oder? Jedes Land, wo Menschen zu uns kommen wollen, aber zur Wahrheit gehört es auch Irlands. Zur Wahrheit gehört es, dass wir in den ganzen Statistiken, wo mal bewertet wird, wie attraktiv eigentlich die Länder für qualifizierte Fachkräfte sind, die bereit in einem Land zu arbeiten, dass wir da relativ weit unten stehen, weil wir haben mit die höchsten Steuern und Abgaben weltweit. Wir haben ein Riesenproblem bezahlbarer Wohnraum. Wir haben eine hohe Bürokratie. Wir haben nicht so starke Digitalisierung. Das ist alles immer Symptombeschreibung. Da haben Sie ja auch recht mit dem Befund. Ja, deswegen müssen wir runter von den hohen Steuern und Abgaben. Wir müssen mehr Digitalisierung umsetzen. Wir müssen die Bürokratie reduzieren. Und das ist dann auch eine Lösung, um zum Beispiel Fachkräfte, die auswandern, das sagen alle anderen Parteien auch, Herr Lambrou. Okay, aber das heißt, wir halten jetzt fest mit anderen Worten, Robin Alexander, Herr Lambrou hat keine wirkliche Lösung. Nein, das stimmt nicht. Ich habe einen. Ich habe Robin Alexander gerade. Entschuldigung. Als politischen Beobachter. Also, ich lasse jetzt mal ein paar Sachen einfach durchlaufen, die nicht gestimmt haben bei dem, was Sie gesagt haben. Aber das lasse ich jetzt durchlaufen. Aber komm, lass uns aufarbeiten. Sind Sie ja sauer. Aber wenn Sie das sagen mit den Booten, ja, also die australische Lösung war, Leute sind mit Booten nach Australien gefahren und die Australier haben sie auf Insel gebracht oder nach Kambodscha und so weiter. Genau. Darüber wird an mehreren Stellen in Europa nachgedacht.
Die Briten haben zum Beispiel gesagt, man könnte das in Ruanda machen. Genau. So. Dies ist aber gescheitert vor einer britischen Spruchkammer, weil es der Europäischen Menschenrechtskonvention entspricht. Deswegen ist kein einziges Flugzeug Richtung Ruanda. Darf ich zu Ende sprechen? Ich habe ja auch so gehört. Jetzt kann man darüber nachdenken, ob das vor Gerichten standhalten könnte, wenn man in Ruanda ordentliche Verfahren machen würde. Und das könnte wahrscheinlich nicht die Regierung in Ruanda sein, aber vielleicht das UN-Flüchtlingshilfswerk. Also da gibt es Ideen. Und das wird in Europa auch in diese Richtung gedacht. Genau. Und es ist wirklich nicht so, dass sich niemand dafür interessiert, außer die AfD. Glauben Sie mir, ich habe darüber ein Buch geschrieben, ich habe darüber viel publiziert. Frau Teuteberg hat ihren Posten als Generalsekretärin unter anderem deshalb verloren, weil sie ihrem Parteivorsitzenden damit auf den Keks gegangen ist. Und er hat uns ja schon erklärt, wie er jeden Tag versucht, die Leute unterzubringen. Mhm. Also, dass Sie der Einzige sind, den das irgendwie bewegt in Deutschland, das stimmt echt nicht. Habe ich so nicht gesagt. So, und das sollten Sie auch zugestehen. Und dann, warum wir uns auch in dieser Sendung so gestritten haben und wo auch wirklich ein Problem mit der AfD ist. Sie haben die prinzipiellen Sachen nicht gerade. Sie haben ihr Verhältnis zur deutschen Vergangenheit nicht gerade. Sie haben ihr Verhältnis zu Europa nicht gerade. Sie haben ihr Verhältnis zur NATO nicht gerade. Sie haben ihr Verhältnis zu Russland nicht gerade. So, und deshalb finde ich es auch ätzend, dass Sie immer sagen, wir sind die Konservativen. Und die Linken glauben das noch. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja anschlussfähig an links, was Sie sagen. Und das ist nicht konservativ. Ein Franz Josef Strauß oder ein Adenauer wusste doch, Russland, Amerika, deutsche Vergangenheit, Brüssel, das hätte man die 4 Uhr nachts wecken können. Und ob man sie persönlich wecken kann, weiß ich nicht. Ich sehe sie zum ersten Mal, aber ihre Leute kann man halt in der Fläche nicht wecken. Sie sind dann nicht verlässlich und das sollten sie bearbeiten. Und dann würden wir auch, Sie sagen ja immer framen, Sie meinen wohl Begriffe überstülpen oder was meinen Sie damit? Aber ich lese Ihnen Ihr Programm vor. Ich meine, womit soll ich Sie konfrontieren, wenn ich mit Ihrem eigenen Programm? Und Sie nehmen unser EU-Wahlprogramm nicht zur Kenntnis, weil es Ihnen nicht in den Kram passt. Doch, auch da. Ja, aber nehmen Sie doch die Kritik mal an. Schauen Sie, ich habe das Recht, eine andere Meinung zu haben. Und ich weise auf einen Umstand hin. Wir haben gerade erst vor ein paar Tagen hier in Hessen mit unserem Programm, mit unserer Art, wie wir auftreten, das beste Ergebnis der AfD jemals in Westdeutschland geholt. Viele Menschen sind der Meinung, dass es A, nicht so weitergeht und B, die AfD Teil der Lösung ist. Das ist aber sozusagen dagegen sein, aus Prinzip. Wir sind nicht Protest. Nein, wir dokumentieren, dass man das so nicht mehr möchte. Ich habe versucht, einen konstruktiven Ansatz irgendwo zu finden. Mir ist aber bis jetzt leider entgangen. Herr Lanz, darf ich noch eines kurz sagen? Ja, dürfen Sie. Und dann die Umfragen zeigen ganz klar, dass uns viele Menschen aus Überzeugung wählen für unser inhaltliches Programm. Und da stehen zu allen gesellschaftspolitischen Bereichen Ideen und Lösungen drin. Kann man nachlesen. Frau Teuteberg, Sie wollten bitte um kurze Antwort. Ja, also eine kurze Vorbemerkung, die mir wichtig ist. Sie haben ja die Frage aufgeworfen. Ich finde, man muss ganz klipp und klar sagen, die Bundesrepublik Deutschland profitiert massiv von dieser Europäischen Union. Und zwar sowohl von dem Binnenmarkt, aber auch als Friedensprojekt die ganze Freizügigkeit. Die will ich auch erhalten, die wollen freie Demokraten erhalten. Gerade deshalb ist unter anderem wirksamer Außengrenzschutz wichtig. Und es ist kein Entweder-Oder. Wir müssen in Deutschland unsere Hausaufgaben machen. Dazu gehören viele Dinge. Tatsächlich Pull-Faktoren reduzieren, bessere Verfahren, schnellere Verfahren. Aber eben auch, und das ist mir wichtig, weil wir Europa tatsächlich zusammenhalten wollen, wir sollten auch migrationspolitisch mal diese Zeitenwende hinbekommen. Zum Beispiel unvoreingenommen mit unseren Partnern reden, dass zum Beispiel Polen und Tschechien sehr viele Ukrainer aufgenommen haben. Relativ zu ihrer Größe und Wirtschaftskraft sogar noch mehr als Deutschland. Zeigt ja auch, dass die Plausibilität des Fluchtgrundes auch ein großer Faktor für die Akzeptanz ist und für die Hilfs- und Aufnahmebereitschaft. Und deshalb ist mir so wichtig, dass wir wirklich daran arbeiten, möglichst faire Vorprüfungen schon vor den Außengrenzen hinzubekommen, weil wir diejenigen, die bereit sind, in Europa Verantwortung zu übernehmen, auch nur überzeugen werden, wenn wir tatsächlich nicht von einer unbegrenzten Zahl von möglicherweise auch überwiegend nicht Schutzberechtigten, sondern von einer rechtsstaatlich geprüften Zahl von Menschen, die tatsächlich auch nach unseren Standards, die wir europäisch teilen, schutzberechtigt sind. Erst dann werden wir da gemeinsame Lösungen hinbekommen und nicht mit dieser unpolitischen Unbedingtheit, mit der bisher so ein deutscher Sonderweg betrieben wurde. Sondern ich glaube, dass wir einen Konsens darüber, dass wir Kontrolle darüber gewinnen wollen, dass in der Regel Menschen mit einer Bleibeperspektive, mit einem Schutzanspruch nur nach Europa einreisen dürfen, dass wir dann da auch eher zu europäischen Lösungen kommen. Okay. Und die brauchen wir, um unsere Demokratie
in Deutschland wie in Europa zusammenzuhalten. Weil mir reicht es nicht, in Sonntagsreden zu sagen, unser Grundgesetz gilt. Ich denke zum Beispiel an die Lehrerinnen und Lehrer oder die Polizistinnen oder Polizisten, die in Neukölln jeden Tag dafür sorgen müssen, dass das gilt. Und wie es denen geht, wenn sie zum Beispiel bei konsequentem Vorgehen gegen Antisemitismus sich auch noch einem Rassismusverdacht ausgesetzt sehen. Also die Dinge sind sehr kompliziert. Und umso mehr müssen wir daran sehr ernsthaft arbeiten, aber gerade, weil wir die liberale, offene Gesellschaft erhalten wollen. Deshalb ist mir das wichtig.